So, ja, wenn die jetzt fertig sind, dann kann ich ja weitermachen. Ich habe heute kein Mikrofon dabei, aber das brauche ich nicht, weil mein Mikrofon ist hier. Mach mal du mit der Brille da vorne, da hinten, da kannst du mich hören. Gut, du musst noch nicht zum Ohrenarzt, das ist gut. Da hältst du dir mal gut die Ohren, ja? Ja, sehr schön. Hey, was lachst du denn da so? Du musst doch reden zum Friseur. Hör mal, welchen Friseur, meine Haare sind doch keine. Ja, aber man muss das mal anständig polieren. Ja, ja. Ja, komm. So, jetzt kann ich ja einfach mal anfangen. Aber ich kann nur anfangen, wenn hier auch gute Laune ist. Habt ihr alle gute Laune? Ja! Ja! Ja, ja, was ist denn los hier? Ja, was ist denn los? Ich frag kurz. Ich frag mal kurz die linke Seite. Habt ihr gute Laune? Ja. Okay. Frag mal die rechte Seite. Habt ihr gute Laune? Ja! Mach mal, das war aber besser. Also ihr habt bessere Laune. Ich frag ihr mal, habt ihr gute Laune? Ja! Oh, die Mitte habe ich vergessen. Oh. Hey, Mitte, habt ihr gute Laune? Ja! Sehr gut. Okay, habt ihr alle zusammen sehr gute Laune? Ja! Das ist schön. Das ist nämlich... Hältst du jetzt mal die Klappe? Mein Gott, noch! Ja! So, jetzt ist schon eine Voraussetzung ist schon gegeben. Alle haben gute Laune, ich eingeschlossen natürlich. Und jetzt noch die andere Frage. Seid ihr alle schon richtig geputzt? Ja, warum lachst du denn da? Das ist doch eine ganz normale Frage. Links, habt ihr euch heute schon geputzt? Ja! Ja, das weiß ich nicht. Rechte Seite, wie sieht's bei euch aus? Ja! Seid ihr gewaschen? Ja! Okay, Mitte, wie sieht's bei euch aus? Seid ihr auch gewaschen? Ja! Ich hab eine gute Idee. Also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich guck mal gerade, ob ich meine Brille dabei habe. Ah! Guck mal hier. Papa, nicht so hier gesagt. Naja, okay. Naja. Naja. Meine Musik dabei, meine Putzmusik. Ich muss mal gucken. So, ich glaube, das ist gut hier. Hör mal jetzt mal drauf. Ja. So. Alles gut, ich komme. Ja, sehr gut, ja. Sehr gut. Ja, mach hier, ja. So. Ja, alles gut. Gar nicht fliegt.
Zum Publikum. Sehr gut. Angelika. Ja, sie macht das schon vollkommen richtig. Wenn man sich verbeugt, dann kriegt man natürlich einen riesen Applaus. Also einen Applaus für Angelika. Sehr schön. Angelika. Ja, bitte. Ja, hier. Ja, du darfst loslegen. Ja, Moment. Moment. Wir fangen erstmal vorsichtig an. Ja, hier. Kannst du ruhig ein bisschen grober machen. Ja. Hier den Bauch, bitte. Ja, den Rücken, Rücken. Hier den Popo nicht vergessen. Ja, sehr schön. Die Füße. Ja, den anderen Fuß. Ja, und jetzt darfst du gerne. Der Hut, bitte. Der Hut. Der Hut. Ja, ich wollte. Du kannst ja meine Haare jetzt. Du kannst ja. Warte doch mal ab. Sei doch nicht so aufgeregt. Angelika, ja, hier meine Haare. Was lachst du denn da so? Was lacht ihr denn da so? Was du noch nicht vorgesehen hast? Was? Angelika! Ja, warte! Was haben die denn gegen meine Frisur? Du hast keine Haare. Was? Ja. Ich hab eine Glatze? Ja. Moment. Hab ich eine Glatze? Ja. Das sehe ich so aus wie der Typ da vorne. Ja. Gott, ich dachte, du musst nicht zu Hause gehen. Oh nein! Okay, Angelika. Ja, ja. Angelika, da muss ich dich jetzt, da muss ich dich enttäuschen, das ist die falsche Bürste. Ja, ich schwitze immer so sehr. Ja, ist so warm. Pass auf. Ja, du kannst jetzt mal, ich guck mal gerade, wo die richtige Bürste ist. Entschuldigung. Ah, hier ist die richtige Bürste. Nein, da ist doch keine Bürste. Wie, das ist keine Bürste. Da ist keine Bürste, da ist ein Klo auf. Ein Pömpel. Für die Toilette. Genau. Habt ihr das auch zu Hause? Ja. Und ihr geht damit, also das findet ihr auf der Toilette oder was? Ja. Und dann macht ihr hier den Popostopf oder was? Was? Also ehrlich, hier so? Ja, ja. Ach, ihr meint, das ist... Moment. Ja, hilft vielleicht gegen Verstopfungen auch. Weiß ich ja nicht, aber Moment. Heißt das etwa... In die Toilette rein? Ja. Ist das etwa ein Kackeraufzug? Ehrlich? Stopp vor. Aber eigentlich, du meinst auf dem Kopf? Ja, das ist aber nicht im Kopf. Ist nicht im Kopf. Ja, aber immer, wenn ich auf der Bühne bin, soll ich so machen. Nein, war nur so. War ja nur ein Spaß. Oh, hoppala. Oh je. Okay. Was ist denn, los? Mal. Was? Ja, ich... Warte, vielleicht... Oh, vielleicht geht... Moment, wir müssen uns mal konzentrieren. Vielleicht geht das ja... vielleicht die andere Seite. Was? Ach, ihr habt Glück, guck mal. Ich habe heute extra Muskeln mitgebracht. Guck mal hier.
Ja, Moment, wenn dann alle, ja? Also wenn dann alle. Also nochmal. So, ich könnte ruhig, wenn ihr die Muskeln, ich könnte ruhig alle so, machen. Okay? Also ich spule mal so. So, ich habe heute ganz viele Muskeln mitgebracht. Wow! Ja, yeah, so liebe ich das. Sehr gut. Bitte? Ja, klar, mache ich jetzt. Kein Problem, Angelika. Pass auf. Ja, geht nicht. Moment, Angelika. Hör mal, wo willst du dran ziehen? Ah, ja, das, ja, so. Pass auf. Hast du denn auch Muckis mitgebracht? Moment. Jetzt zeig mal dem Publikum deine Muckis. Hey. Hey, Angelika. Okay, ich habe eine gute Idee. Das könnte funktionieren. Es ist ja ein Mitmachprogramm, ne? Also das heißt, ihr müsst irgendwie auch was mitmachen. Hey. Das heißt, habt ihr heute ich eure Hände dabei? Ja. Ja, doch, ich sehe sie noch. So, alle Hände mal so nach oben. Alle Hände mal so nach oben. Ja, sehr gut. Und die machen wir jetzt so nach vorne. Okay, ich zähle bis drei. Ganz einfach. 1, 2, 3. Dann ist eure Aufgabe, ganz laut Hau, Ruck zu rufen. Also 1, 2, 3. Hau, Ruck. Ja, wenn es geht, ein bisschen lauter. Die Kapelle hat so laut gespielt, da muss man wieder frei machen. Also ein bisschen lauter. 1, 2, 3. Hau, Ruck. Okay, Angelika, wenn du das Kommando hörst, Hau, Ruck, dann ziehst du natürlich den Pömpel vom Kopf, okay? Ja, aber ohne deinen Kopf abziehen. Ohne meinen Kopf, der bleibt hier oben. Okay, also seid ihr soweit. Ja. Mach mal die Hände so nach vorne. Okay, Angelika. Ja, nee, ich komm runter, ich gehe in die Toilettenhaltung. Okay, Angelika. Also ich gehe jetzt in die Klo halten, in die Toilettenhaltung, ne? Da kommt ganz viel Druck drauf. Sollte da jetzt ein Pünktchen rauskommen, ne? Kannst du dir ja die Nase zuhalten. Die Menschen schluckte sie auch. Ja, ich konzentriere mich doch, keine Sorge. Okay, bist du soweit? Okay, also Hände nach vorne. Sehr gut. Also bei 3. 1, 2, 3, hau ruck. Okay, und dann ziehst du, ja? 1, 2, 3, ah! Hey, hier. Du hast ja nicht auf dein Kommando gehört. Aber hast du geschafft? Wie sehe ich auch? Wie siehst du aus? Warum sehe ich denn komisch aus? Moment, erstmal kriegt die Angelika diesen Applaus. Er hat es ja geschafft. Angelika, wo wollen wir mal? Sehr gut. So, was hast du jetzt? Was hab ich? Hab ich Reifen bekommen? Moment. Was hab ich hier? Ein Abdruck. Ich hab einen Abdruck. Moment, was ist denn das Abdruck? Der Heiligenschein. Ja, ich hab, Angelika, vielen Dank. Ein Riesenapplaus für Angelika, bitte. Ja, Angelika, darfst du auf Platz nehmen. Oh. Sehr gut. So. Jetzt kann's endlich losgehen. So. Meine sehr geehrten Damen und Herren und lieber Hund. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier am wunderschönen Samstagnachmittag hier auf meiner kleinen Showbühne. Mein Name ist Clown Marco. Könnt ihr mal bitte alle Hallo Marco rufen? Hallo Marco! Juhu. Sehr gut. Okay, jetzt begrüße ich euch natürlich auch. Hallo. Hallo, Marco. Schön, dass du da bist. Wie heißt du denn? Ursula. Ursula. Oh, ist das schön, Ursula. Hallo. Wer sind Sie denn? Ich heiße Anne. Hallo, Anne. Ja, ist ja gut. Aber wenn ich euch ja jetzt alle mit der Hand begrüße, bin ich ja übermorgen noch dran. Ich weiß nicht, schnell das geht. Guck mal hier. Na. Ich hab gedacht, der Popo geht schneller. Also wollen da doch alle geknutscht werden. Nein. Ach komm. Ich glaube, das reicht mit der Begrüßung. Ich hab eine gute Idee. Habt ihr vielleicht Lust auf eine kleine Sauerei? Ja.
Immer auf eine Sauerei? Ja. Oh, das ist ja gut. Okay, ich guck gerade mal, ob ich eine Sauerei dabei habe. Moment. Na, was denn dann? Für die Lacke, der auch noch ab. Ich hab eine Sauerei dabei. Seid ihr soweit? Ja. Zählt mal bis drei. Drei. Und Sauerei! Ja! Und Sauerei! Aber die fühlen sich nicht so wohl bei Sauerei. Aber holst du mal ein bisschen Sauerei? Entschuldigung. Ist er jetzt gut? Entschuldigung. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Hallo, das ist aber keine Sauerei. Nee, da hast du recht. Ich habe jetzt durcheinander gebracht. Immer wenn man auf der Bühne steht und was verschwinden lässt, dann ist das natürlich keine Sauerei. Das ist das... Zauberei, genau. Entschuldigung. Können Sie was abkommen? Entschuldigung. Also, pass auf. Für eine Zauberei muss man besonders schlau sein. Seid ihr alle schlau? Yes. Seid ihr so richtig intelligent? Okay, was ist das hier? Glas. Ein Glas. Ist dieses Glas leer oder voll? Leer. Seid ihr sicher? Ja. Okay, wir probieren es mal aus. Achtung! Es ist leer. Gut. Und jetzt machen wir es natürlich voll. So, okay. Gut gucken. Keine Sorge. Gut gucken. So, jetzt brauche ich nur noch ein kleines Utensil. Und zwar, genau, nehmen wir das hier mal. So. Okay. Was ist das hier? Eine Zeitung. Okay, aus was besteht eine Zeitung? Aus Papier. Aus Papier. Jetzt mache ich mit euch mal ein Experiment. Wenn man jetzt nasses Wasser in eine trockene Zeitung schüttet und das natürlich mit einem super zauberkraftmäßigen Trick, was wird normalerweise passieren? Nasse Zeitung. Die Zeitung wird nass. Aber ihr habt Glück. Ich bin heute bei euch. Ich bin Aachens größter Zauberer. Ja. Ich bin nämlich 2 Meter groß. Ja. Und keiner ist größer. Keiner ist größer als ich in Aachen, deswegen bin ich der Größte. Achtung, Achtung. Jetzt sehen wir die Zeitung. Wir legen die so auf den Boden und brauchen da jetzt einfach nur so eine kleine Tüte zu machen. Ja? Also wir hatten ja jetzt Schulanfang, sieht aus wie so eine Schultüte, ne, von den Kindern. Wir sind nahe Holland, könnte auch ein Joint sein. Aber mein Programm ist total drogenfrei, keine Sorge. Kannst du mal reingucken, ob du da noch was siehst? Nö. Gar nichts mehr? Nix. Siehst du da noch was? Nein. Siehst du noch was? Nein. Nein, du? Nein. Du? Nein. Aber ich sage ganz deutlich noch was. Papier, okay, Papier muss drin sein. Siehst du noch was, Hund? Ja. Nein. Siehst du noch was? Nein. Siehst du noch was? Ich guck mal rein. Ja, du kannst auch mit den Fingern gucken. Ja. Siehst du noch was? Nein. Nein. Also pass auf, ich kann es ja mal deuten hier. Seht ihr das hier? Ja, da ist ein Loch. Was hier? Auch ein Loch. Aha, das heißt also, wenn ich das Wasser jetzt da oben das große Loch reinkriege, wo kommt es denn normalerweise raus? Da kommt es natürlich unten raus. Heißt also, wir müssen das Loch schließen. So, jetzt haben wir es geschlossen. Zu? Sehr gut. Okay, jetzt, meine Damen und Herren, nehmen wir das Glas. Es ist immer noch gefüllt mit Wasser. Und jetzt müsst ihr natürlich gut zugucken. Und gut zugucken macht man so. Ja, ja. Achtung, Achtung. Jetzt kommt. Jetzt kommt dein Karton. Jetzt seid mal gespannt. Ja. Ja. Seid ihr gespannt? Ja. Seid ihr aufgeregt? Ja. So richtig? Ja. Ah, vielleicht
mache ich noch ein bisschen Musik dazu. So ein bisschen geheimnisvolle Musik passt auch immer. Was haben wir denn da? Das kennt ihr bestimmt auch. Geht noch, da lugt nix jeder unter. Ja, jetzt ist es drin. So, meine Damen und Herren, das Wasser ist da rein und verschwunden. Cool, ne? Was? Was? Wo kommt Wasser raus? Nee, heute wird es nicht regnen, keine Sorge. Oh, das hier? Das ist Achselschweiß. Ich schwitze so. Was für eine Tüte? Nein, die Tüte ist der Name. Ach, das. Oh. Ich glaube, die macht ein bisschen Pipi hier. Oh, guck mal gerade. Sich der eine oder der andere. Die Dame nicht so mobil. Ist mir aber jetzt extrem peinlich. Du hast den Zauberstoff vergessen. Was habe ich? Den Zauberstoff vergessen. Ach, deswegen sieht das so aus hier. Deswegen ist das Klitschen. Du hast recht. Du hattest recht. Guck mal, das Klitschen nass. Ja. Und guck mal, kannst du dich noch erinnern? Fühl mal. Gut, Amine Pempi, ne? Hier hat die Dalek noch ihn zu gemacht. Aber du hast recht, natürlich. Da haben wir den schon gezaubert. Nein, oh Mann. Warum habt ihr denn nichts gesagt? Du sitzt doch ganz vorne, Ursula. Da musst du doch was sagen. Mensch, Ursula. Wir wollten dich veräppeln. Ja, ihr wolltet mich veräppeln. Ich bin hier zum Veräppeln. Ursula, ja. Das musst du wieder gut machen. Ja, wie? Okay. Ursula, du bist jetzt meine Zauberfee. Oh, ich? Du siehst so feenhaft aus, mit dem Namen Ursula. Herrlich. Aber was braucht man denn zum Zaubern? Stab. Ein Zauberstab, natürlich. Oh. Zauberstab. Oh. Ursula, hier. Oh. Ja, Zauberstab. Entschuldigung. Aber eine Zahnbürste. Sag mal, ist eure Zahnbürste auch so groß? Nein, das ist für Klo. Für Klo? Was? Fürs Klo sauber zu machen? Fürs Klo sauber zu. Junge. Bist du sicher? Ja. Ach, Angelika, du mischst dich auch wieder ein. Eine Klobürste. Ja. Sicher. Ja. Probier lieber nochmal. Was ist denn? Willst du auch jetzt probieren? Nein. Okay. Ah, sorry. Da war eine Klobürste. Angelika, danke für den Hinweis. Ja, da habe ich meine Sachen drin. Ja, doch, den suche ich ja gerade. Wer ist? Ne, die Ursula hilft dir schon. Ja, du hast doch eben schon gut geholt. Dankeschön, Angelika, dass du so fürsorgsam mit mir umgehen musst. Ja. Leute, wie sieht denn so ein Zauberstab nochmal aus? So lang. So lang? Ja. Ah, so lang. So ungefähr. Ja. Ist der groß genug? Ja, dann nehmen wir den mal. Danke. So. Ja. Was brauchen wir noch? Was braucht die Angelika noch zum Zaubern? Wir sind doch nicht in der Küche. Zaubersalz. Wichtiger als Zaubersalz ist hier, aber Angelika braucht doch irgendwas noch. Ursula. Ursula. Angelika war da hinten, die kriegt mich total durcheinander. Da brauchen wir ein Hütchen. Ein Hütchen. Wo haben wir denn eins? Ach, guck mal, ich hab extra aus Mexiko. Super. Ach nee, Ursula, das ist zu klein. Entschuldigung, das ist so klein. Ah, hier, rotes Hütchen. Guck mal. Mit der Nase haben wir 4. Super. Ja,
Ja, da sind wir wieder, nee, eine, muss so hoch, so da sind wir wieder in der Küche. Nee, ja. Der geht auch nicht. Ach, oh, guck. Oh. 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 Mein, oh. Oh. No, ja, komm, Doktor, was Sie drin haben. Ja, sehr gut. Ah. Guck mal hier. Oh. Oh, wie fein. Ein Zaubermäntelchen. Oh, wie schön. Oh, oh, sehr gut, okay. So, jetzt ist die Ursula komplett fertig. Da könnt ihr ruhig mal einen Applaus rausschicken. Sehr gut. Ursula, jetzt ja. Brauchen wir noch Eier. Klappt mal hier euer Zauberbuch auf. Klapp. Und jetzt kann man so Hokus. Hokus. Hokus Fidi. Dreimal Schwachsackkater. Simsala. Bim. Abra. Kadabra. Ede, mene, mene. Die Ursula zaubert das Wasser jetzt. Mit. Die Ursula zaubert das Wasser jetzt. Mit. Die Ursula zaubert das Wasser jetzt. Mit. Sehr gut. Muss nur mal Wasser holen. Entspannt. So. Okay, jetzt Wasser holen. Ja, wir haben so einen Beginner. So. Okay, sehr gut. So, Wasser ab. Man braucht ja jetzt noch was Vernünftiges. Oh, die ist kaputt. Dann nehmen wir die. So, Achtung, Achtung. Ich komme ja aus Aachen, deswegen nehmen wir mal die Aachener Nachrichten, ja? So, aber wie eben, gleiche Ausgangsposition. Wir suchen hier die Mitte. Wenn wir die Mitte gefunden haben, dann müssen wir ganz einfach hier so eine Tüte drehen. So, wenn wir die Tüte gedreht, wer hat eben gut aufgepasst? Was müssen wir als allererstes tun? Das Loch. Genau, das Loch müssen wir unten zumachen. So, und da ihr ja ein kritisches Publikum seid, müssen wir natürlich kontrollieren, ob das Loch auch zu ist. Guck mal da, ist da zu? Zu. Weißt du auf? Ja, da ist auf. Da ist zu. Du kriegst gleich eine rote Nase auf. Ach, vielleicht gucken wir hier nochmal zu. Ja. Sehr gut. Zu? Ja. Prima. Zu? Alles dicht? Ja, ich habe Nicken gesehen. Alles zu? Ja. Okay. Achtung, Achtung. Ursula, bist du soweit? Jawohl, alles sehr gut. Achtung, Achtung, wir machen unsere Zaubermusik wieder. Nehmen unser Glas. Und jetzt, alle zusammen, den Zauberspruch, bei drei geht's los. Eins, zwei, drei. Hokus, Pokus, Fidibus. Dreimal schwarzer Kater. Simsalabim. Abracadabra. Ene mene mes. Das Wasser zaubert die Ursula jetzt. Mit. Das Wasser zaubert die Ursula jetzt. Mit. Das Wasser zaubert die Ursula jetzt. Mit. Okay, Ursula, dreimal vorsichtig mit dem Zauberstab draufkommen. Sehr gut. Ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen. Ich guck mal. Kommt schon mal kein Pipi, das ist schon mal gut. Wir müssen jetzt nur noch eure magischen Kräfte im Publikum aktivieren. Das heißt, wir machen alle mal einen Arm nach oben, rechts oder links, egal. Und jetzt mal ganz feste winken. Bei Stopp den Zauberfinger nach oben halten. Ja, meistens, nee, nicht der Mittelfinger. Meistens der Zeigefinger. Und stopp! Den Zeigefinger ganz schnell ans Ohr. Vom Ohr an die Nase. Bitte nicht in die Nase, nicht popeln. Und jetzt mal ganz kräftig rubbeln. Und wenn es kribbeln und warm wird, ablutschen. Und schön im Mund festhalten. Okay. Na, wer bar sagt, hat ihr popelt. Bei dir bin ich mir nicht ganz sicher, mein Freund. Ja, ja. Okay, und jetzt, bei drei, eure Zauberkraft hier gegenpusten. Eins, zwei, drei und... Sehr gut. Ja,
wäre jetzt einfach, ne? Also wäre jetzt einfach, wenn ich das einfach jetzt öffnen würde. Das wäre aber zu einfach. Deswegen, du, komm mal her. Komm mal her. Begrüßt mit einem Riesenapplaus den Leo. Leo? Ein Applaus für Leo, bitte. Ja. Leo, such dir mal einen Stern aus. Sehr gut. Leo, super, dass du dich freiwillig so meldest. Also wirklich, sprich ganz viel Mut. Oh. Sehe ich auch so. Leo, heute ist es warm. Da kann nicht viel kaputt gehen. Ich habe aber eine gute Idee. Mach mal den Kopf so nach hinten. Ja, ja, genau. Mund aufmachen. Du weißt, ne? Clowns und Ursulas können ja eigentlich gar nicht zaubern. Heißt also, komm, gratis Dusche. Eins, zwei, drei und los geht's. Ja! Moment, Leo, Moment. Ich halte das ja hier oben noch fest. Moment, wir müssen die ja immer ganz aufmachen. Ne? Trocken. Moment. Entschuldigung. Leo? Sag es. Ja, ich würde sagen, die Ursula hat es geschafft. Gut gezaubert. Ja, ich würde sagen, die Ursula gibt mal einen riesen Applaus. Wow. Die Berge hat es klappen. Oh, Wahnsinn. Hey, super. Dankeschön, Leo. Ein riesen Applaus für Leo. Ja, da geht der Applaus. Ja, danke. Super. Ja, Ursula. Ja. Du weißt, wie wichtig Wasser ist, ne? Die einen haben zu viel, die anderen haben zu wenig. Ich möchte gerne mein Wasser wieder haben. Oh, ich will jetzt zurückzaubern. Ah, zurückzaubern? Meinst du, kannst du das auch? Ja. Echt? Ja. Oh, yeah, hast du denn vielleicht eine Idee, wo es sein könnte? Bei Ursula. Bei Ursula. Ursula? Ich fass dich mal eben an. Ist es nicht, ne? Da ist es. Nicht. Na, da ist es auch nicht. Hör mal, der Duffy-Bär da hinten, ne? Der da ist es, ne? Der sieht aber so aus, als würde er noch mal verstecken. Da sind die Zauberstoff. Hier ist er. Der versteckt. Ja, ist das Wasser da drin? Da drin. Komm mal mit kurz. Komm mal mit. 24. Komm mal mit. Ey. Komm, brauchst keine Angst vor. Ach, hat komm die, mal her. Hat die Hand. Stell dich mal da, wo der Leo gestanden hat. Ja, bitte. Willst du da? Komm, heute ist alles möglich. Regenbogenfarben. Heute ist alles möglich. So, wie heißt du denn? Genau. Der Ton? Der Ton. Der Ton. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Ton. Ein Riesenapplaus für den Ton. Alles Wasser viel hier. Der Ton. Also das kann dann nicht nur Schwitze sein. Ne? So viel wie das ist, kann das nicht nur Schwitze sein. Ja, vom Arbeit. Pass auf, ich habe eine sehr gute Idee. Die Ursula, die zaubert das Wasser jetzt ganz einfach wieder aus dir heraus. Kannst du einen Handstand? Nee. Kannst du einen Kopfstand? Kannst du einen Salto? Nee. Ach, ich habe eine Idee. Mach mal den rechten Arm so zur Seite. Sehr gut. Und jetzt machst du einfach so rauf und runter, wie so eine Pumpe. Genau. Du kannst ruhig ein bisschen quietschen. Ja, sehr gut. Und Wasser auch in die Schule. Hör auf, daher läufst du aus hier. Genau. Du kannst so stehen bleiben. Wasser auch in die Schule, Ton. Ab und zu. Kannst du mal mit dem Arm hier aufzeigen. So, mit einem Finger nach oben. Jetzt sehr gut. Hier. Super. Du bist jetzt gerade meine Assistentin. Und halt mal das Glas und komm mal zu mir auf die Bühne. Ja. Wie heißt du denn? Helga. Ein Riesenapplaus für Helga, bitte. Helga, ganz einfache Aufgabe. Mach mal das Glas so nach vorne. Sehr gut. Von?
Steck einfach mal den Finger hier so rein. Okay. So. Ursula, bist du bereit? Ja. Okay. Achtung, Achtung. Wir machen den Vorgang jetzt einfach wieder rückgängig. Und zwar, der Ton, der pumpt jetzt das Wasser aus seinem Körper wieder raus in das Glas da rein. Das läuft hier oben über den Kopf, über den Arm, hier in die Seite, da wieder zurück. Okay. Achtung, Achtung. Ursula. Hokus, Pokus, Fidibus. Dreimal schwarzer Kater, Simsalabim, Abracadabra, Ene, Mene, weites Meer. Ton, gib unser Wasser wieder her. Pumpen, Ton, pumpen. Sehr gut, pumpen, ich fühle mal. Oh, es läuft. Sehr gut. Ton, merkst du das? Jo, jo, jo. Jo, jo, okay. Tut es weh? Tut es weh? Noch nicht, okay, weiter. Oh, jetzt ist es hier. Okay, oh, ich glaube, das ist angekommen. Ursula, mach mal Hex, Hex, Hex. Hex, Hex, okay. Hex. Komm mal ein bisschen näher. Okay, und jetzt eure Zauberkraft wieder pusten. Eins, zwei, drei. Und pusten, 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 pusten. Pusten, pusten. Oh. Hey, das ist mal da oben. Oh. Hör mal. Oh, wo kommt das raus? Oh, wir wollen mal gucken, wo das. Oh, guck mal hier. Ton, hier sind gelaufen. Sehr gut. Hör mal, ein Riesenapplaus für Ton, bitte, für die. Ja, sehr gut gemacht, Ton. Dankeschön. Und wow. Helga war richtig, ne? Ein Riesenapplaus für Helga. Und hier ist was so wieder. Hey, ja! Hör mal, Ursula! Super, wusstest ne? du, dass du so gut zaubern kannst? Ein Riesenapplaus für Ursula, bitte! Ja! Sehr gut! Und guck mal hier, hier ist es rausgelaufen. Ja, hier oben ist nicht trocken, da muss es ja irgendwo durchlaufen, ne? Aber hey, Ursula, hast du gut gemacht! Sehr gut! Prima! So! Super! Ja, das war jetzt so ein. Ja, ich hab ja nichts gemacht, du hast es ja gemacht, Ursula! Sehr gut. Und mein Riesenapplaus für Ursula, bitte. Ja, sehr gut. Junge, wow. Junge. So, und jetzt kommt ihr zu einer Nummer. Da weiß ich nicht, ob euch das so gefällt. Also, das wird jetzt sehr gefährlich, Helga. Da musst du mal ein bisschen zurückgehen. Ja, ich glaube, ihr könnt sitzen bleiben. Ja, ich spiele so nach vorne. Na, so. Und wenn die dann irgendwie brennen, da hinten sitzt ja. Da sitzt ja Personal, die können helfen. Ne? Seid ihr soweit? Ihr seid nicht bei der Feuerwehr. Nee, brauche ich auch gar nicht. Weißt du warum? Guck mal hier. Ah, ja, super. Ja. Hier, ich stelle das dir nämlich zu meinem Feuerwehrmann. So. Wie heißt du? Paul. Paul. Ein Riesenapplaus für Paul, bitte. Ja. Paul. Was kommt von Paul? Ja, der Paul, den habe ich eben entdeckt. Ja. Und ohne Feuerwehr darf man keine Feuer machen. So. Warte. So. Sehr gut. So. Aber, hör mal, Paul, wenn es brennen soll, ne? Handy weg, Feuerlöscher raus und löschen, ne? Hast du verstanden? Okay. Jetzt, meine Damen und Herren, ist es folgendermaßen. Man darf keine Feuershow machen ohne einen Feuerwehrmann. Den haben wir jetzt. Man darf aber auch kein Feuer zeigen, wenn man keine Alarmanlage hat. Das heißt also, ihr seid meine Alarmanlage. Das heißt, wenn jetzt Feuer auf den Boden fallen sollte, ja, dann müsst ihr ganz laut Alarm schreien. Kriegt ihr das hin? Ja. Ja, okay. Pass auf. Wir machen mal einen kleinen Probedurchgang. So, sollte die Fackel jetzt gleich brennen, lichterloh, die Fackel fällt auf den Boden. Was war das denn? Die Sirene. Die Sirene. Sirene, komm mal nach hier. Sehr gut. Sirenchen, stell dich mal hier hin. So, bitteschön. Wie heißt du, Sirene? Ich heiße Lisa. Lisa, Lisa, sehr gut. Lisa ist unsere Sirene.
So, Leute. Lisa. So, okay. Damit man dich auch erkennt. Was hängt denn hier alles dran? Oh, oh, nein. Natürlich. So, du bist ja hier die Kollegin jetzt. So. Also, Leute. Das heißt also, hier ist die Sirene. Da ist der Feuerwehrmann. Das heißt, Elisa oder Elisabeth, wenn ich jetzt gleich hier voll in meiner Feuershow drin bin, wow, 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 yeah, wow, fällt eine Fackel, geht die Sirene an. Da müsst ihr ganz laut Alarm schreien. Alarm! Okay, du brauchst doch ja nichts zu machen. Du brauchst einfach nur zu sitzen. Sehr gut. Okay, aber, Leute, das war es noch nicht. Die Sirene ist da, der Feuerwehrmann ist da. Paul! Komm mal her! Paul! Der Paul, der sieht aus. Stell dich mal dahin. Erstmal einen Applaus für Paul. Ja. Paul, was machst du beruflich? Bist kein Beamter. Nein. Ja, das ist schon mal gut, da kannst du bleiben. Okay. Ist auch egal, was du bist. Du bist jetzt mein. Moment. Du bist jetzt meine SWAT-Maschine. Na? Du bist einer der wichtigsten Leute an der Bühne jetzt, weil du hast eine Sprechrolle. Du, ja, musst hier gucken gehen gleich, ob alles in Ordnung ist. Du musst alles kontrollieren. Und dein Satz ist dann, hältst die Kelle nach oben mit der grünen Farbe. Ich gebe grünes Licht. Ich gebe grünes Licht. Hör mal. Hör mal, das war aber. Also, ja, ein Applaus für den Paul mit der Frau. Ja. Sehr gut. Also, das heißt also, ich bin hier. Und dann, ah. Alarm. Gebe grünes Licht! Du warst da gar nicht gucken! Ja, ich hab alle angeguckt! Nein, du musst gucken gehen! Hallo, da ja, lauf! Da lauf! Oben durchgang! Da muss man sich schon drauf verlassen können! Lisa! Ja, komm zurück! Und wenn du hier stehst, dann kannst du grünes Licht geben! Grünes Licht! Ja, geh wieder zurück auf deine Position! Ja, lecko mio! Du hast den Ding rausgelassen! So. Aber, das war noch nicht alles. Oh mein. Ich muss mich angucken. Ich muss mich angucken. Ich habe ihn gefunden. Komm mal her. Komm mal her. Komm ruhig nach hier. Guck mal. Genau, guck mal, ich habe den passenden Helm zu deiner Uniform an. So, sehr gut. So, pass auf. Deine Aufgabe. Ja, funktioniert. Stell dich mal daneben. Nimm den Ball. Genau. Ihr müsst die Positionen wechseln. Ja, sehr gut. Pass auf. Deine Aufgabe. Du kommst nämlich, bist nämlich noch vorgeschaltet vor dem Paul. Wenn man Feuer macht. Das ist wichtig. Wir sind ja hier, müssen wir alles regelkonform. So, heißt also, ich mache jetzt hier. Bam! Geh mal löschen! Geh mal löschen! Löschen! Ja, nicht mich! Löschen! Laufen! Laufen! Ich kann öffnen und sehen, ja. Komm mal schneller! Ja! Komm mal, nicht lauf, lauf! Ja, lauf, lauf! Lauf, lauf, lauf! Lauf! Wo läuft der hin? Du hast doch schon wieder nicht geguckt! Du bist nur am Laufen! Lauf, lauf, lauf! Der kommt zurück jetzt!
Ach, ob das gut geht. Ich soll gucken, ob keiner vom Rand ist. Sag das doch. Komm, wir legen los. Wir legen los, Leute. Jetzt gebt kein Zurück. Mal gucken, was ich für eine passende Musik finde. Nehmen wir die. Seid ihr soweit? Ja. Okay, dann geht's jetzt los. Ja, sehr gut. Okay. Dann zählt mal bis drei. Komm, eins, zwei, sechs. Hoch, 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 ho
Entschuldigung, alles gut. Alarm. Ja, alles gut. Was ist los? Alarm. Da liegst du noch eine Fackel auf Boden. Grünes Licht. Ja. Rote Lampe. Ja, eben drum. Wie kannst du denn grünes Licht? Junge, das ist ein bisschen auf den Kopf. Mingelefe. Also Leute, Entschuldigung, aber das ist mir mit euch zu gefährlich. Ich glaube, ich mache was Unspektakuläres. Da braucht ihr auch nicht so lang zu laufen oder so oft zu laufen. Du bist aber super. Also wirklich. Oh ja, da kann ich nicht warten. Der ist auch super. Der sitzt und beobachtet. Ja. So. Ich zeige euch jetzt einfach, wie man Feuer in den Mund nimmt. Oh. Ja. Da könnt ihr ruhig mal so. Ja, so. Ganz einfach. Ihr nehmt eine Fackel. Kann auch jeder von euch machen. Total spannend. Ja, okay. Okay, Entschuldigung. Das war jetzt nicht so spektakulär. Da habt ihr recht. Ich glaube, ihr wollt was anderes sehen, und zwar, wie man so richtig Feuer spucken kann. Ja, genau. Ja, genau. Ach nee, da habt ihr gar keine Lust drauf. Ne? Oh. Das wollt ihr doch gar nicht sehen. Ja. Seid ihr sicher? Ja. Wenn ihr sicher seid, dann ruft doch mal ganz so, ja. Ja. Sensationell. Sensationell. Okay. Dann zählt ruhig bis drei. Zwei. Drei. Wer verarscht denn? Ich verarsche euch doch nicht. Nee, ich hab gesagt, Feuer spucken, nicht schlucken. Und hast du gesehen, wie ich da in die Flamme reingespuckt habe? No. Wie blöd. Hast du gerade gesagt, ich bin blöd? Also die Jugend von heute. Ah, pass, ach so, Moment, Entschuldigung. Ah, Entschuldigung, ah. Ja, glaube ich, habe was. Ich habe ja was vergessen. Ja, ja. Hör mal, du hast ja vollkommen recht. Entschuldigung, du hast vollkommen recht. Natürlich, um richtig Feuer schlucken zu können, braucht man natürlich auch die richtigen Drachenzähne. Ja, du hast vollkommen recht, man braucht die richtige, gemeine. Kannst du das noch festhalten? Sehr gut. Schön festhalten. Und zwar habe ich mir gedacht, ihr seid so ein tolles Publikum, dann kann man das jetzt mal so ein bisschen steigern. Und zwar habe ich mir überlegt, erstmal mit einer Fackel, um langsam reinzukommen, okay? Ihr seid aufmerksam. Okay. Du bist aufmerksam? Du hast mein Pulver im Blick? Okay, Achtung, Achtung. Dazu brauche ich nur eine Fackel, einen Löffel. Ganz einfach. Den Löffel stecke ich erstmal hier rein. Okay. Und wir steigern das, um es ein bisschen spannender zu machen. Wie viele Fackeln? Eine. Okay. Kannst du auch meine Fackel halten? Ja, sehr gut. Hör mal, wie mutig bist du denn? Sehr gut. Halt die mal ganz nach oben. Ja, sehr gut. Ein Applaus bitte für, wie heißt du? Tanja, ein Applaus für Tanja, bitte. Sehr gut, Tanja. Also, Tanja hält die Fackel da oben. Ja. Fackel? Zwei Löffel. Zwei Löffel, ne?
dann? Ja. Ein Applaus für Tanja. Ja. Mach doch mal ein Randeske da an, Sena. Schau mal. Was ist das Milchpulver? Möglich. Das könnt ihr auch machen. Eins, zwei, drei. Wow! Nochmal? Hier ist der ganze Telefon besser. Grünes Licht! Ja. Souveränen Feuerwehrmann, der heute den Feuerlöscher nicht einsetzen musste für, sag doch mal schön deinen Namen. Paul. Auch Paul. Ein Riesenapplaus für Paul. Meine Damen und Herren, Dankeschön fürs Mitmachen. Laura, guten Tag, danke. Ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und munter. Herzliche Grüße aus Aachen, euer Firma. Tschüss. Tschüss. Leg einfach die Sache dahin. Juppi. Dankeschön. Ja, du auch. Vielen Dank. Super gemacht. No, they took the dog on again. Not you know what just. Wollen Sie Ihr Wasser wieder haben? Nein, danke. Ah.